Player One, Player One, are you ready? Ja, passt. Gehen wir dann anfangen. Ja, passt. Spiel ist gestartet, Spieler ist ready. Bist du deppert, ist das doch ein geiler Moment, oder? Man drückt auf, ich möchte das Spiel spielen und dann darf man das Spiel spielen. Das ist irgendwie im Jahr 2020 etwas, das fast schon ein Dialog ist, den man ausdrucken und ins Museum hängen könnte. Ja? Heutzutage beginnt ein Spiel eigentlich eher so mit, ja, passt, ich wäre ready, ich könnte spielen. Ja, warte, aber dein Spiel hat noch nicht die notwendige Zahl an Spielern. Du musst noch mindestens 30 Sekunden warten. Okay, passt. 30 Sekunden später. Ja, wir haben die Spieler für dein Spiel gefunden. Ja, super, kann ich dann spielen. Wir müssen jetzt unsere Ausrüstung wählen. Ihr habt 30 Sekunden. Ja, kann ich jetzt endlich spielen? Nein, dann kommt noch ein Ladebildschirm. Dann müssen wir noch die verschiedenen Spieler synchronisieren, was aufgrund der unterschiedlichen geografischen Lokationen und Timecodes und so weiter etwas schwierig ist. Lass mich endlich spielen und halt deine... Man merkt, ich bin nicht wirklich der größte Fan von Multiplayer-Titeln, aber so ist das für mich momentan, wenn es drum geht. Hast du schon das neue Call of Duty gespielt? Ja, die Story war eigentlich ganz leimer. Die, was? Ja, für mich gibt es beim Spielen genau einen Spieler. Mich. Und das ist, glaube ich, auch das, worum Steven Spielberg gegangen ist, oder? Der Jungspund aus Hollywood, das cinematografische Urgestein, das sich einer quasi geistigen Frischzellenkur unterzogen hat, nur um die peinlichsten, längsten Füße aller Zeiten auf irgendein Filmplakat zu machen. Aber einen Film, der, so wurde es mir gesagt, dann doch eigentlich gar nicht so peinlich war, wie wir eigentlich dachten. Zumindest nicht ganz so peinlich wie Warner. Die dachten, dass sie mit einem billigen Kaugummi-Automaten-Ei auch nur ansatzweise irgendein Kaninchen hinter dem Ofen hervorlocken können. Aber wir haben neben einigen anderen interessanten Auflagen von Ready Player One, über die man hier auf YouTube sicher eine Menge erfahren kann, insbesondere von der großartigen Manta Lab Full Slip Version aus Hongkong, die ich nämlich selber vorgestellt habe, gibt es jetzt allerdings etwas anderes, an dem ich nicht vorbeigehen konnte, nämlich eine Titans of Cult Edition. Und da haben wir in diesem gewohnten PET Full Slip dieses Mal meiner Meinung nach wieder ein absolut großartiges Design. Man sieht hier quasi eine Art eiförmiges Guckloch, wo wir einen Blick auf das Steelbook erhaschen können, beziehungsweise dann auch noch einen Blick auf das beiliegende Goodie. Aber bevor es denn soweit ist, schauen wir uns noch einmal das Äußere von der Verpackung an. Da bekommen wir nämlich einerseits auf dem Backcover ein Miniaturbild von dem ganzen Erfahrungsbild. Und das wird jetzt dann spannend. Die technischen Details und sonstigen Informationen können einmal schauen, ob wir das magische Wort Tedesco irgendwo lesen können. Das schaut nicht wahnsinnig gut aus. Offensichtlich auch das wieder eine Blu-ray. Ein Release, der weder auf der 4K Blu-ray noch auf der Standard Blu-ray mit deutschem Ton ausgestattet ist. Kann natürlich gut sein, dass es trotzdem drauf ist und nur halt nicht hier auf dem Backcover genannt wurde. Aber grundsätzlich eine sehr schicke Gestaltung, ein bisschen Vorsicht sei geboten beim Öffnen, damit man dann nichts umknickt. Und dann kann man einen Blick auf das Steelbook werfen, wenn es denn nach draußen möchte, weil offensichtlich habe ich es durch meine schlechten Scherze ein bisschen verschreckt. Nein, wir finden quasi unser eigenes kleines Keyblade hier als Titans of Cult Gimmick. Das wäre auch irgendwie vielleicht eine interessante Idee für einen USB-Stick, wo man da quasi diesen Schlüssel irgendwie einstecken kann. Aber dazu müsste man ihn rauskriegen. Nein, es ist kein USB-Stick, es ist quasi eine Doppel-Pin-Anstecknadel, damit man quasi auf den ersten Blick beim neuen, bei der neuen Geschäftssitzung sagen kann, ich bin ein Nerd. Aber meiner Meinung nach ist dieser Schlüsselanhänger, der ist ja eigentlich auch sein könnte, relativ gut verarbeitet und gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber die wichtige Frage ist und vor allem eben auch sehr gut hier untergebracht, weil anders als bei anderen Gimmicks von Warner, wie eben zum Beispiel den Magneten von den Game of Thrones Steelbooks, das hält dieses Mal wirklich. Ganz im Gegensatz zu mir, ich halte relativ selten
das Maul. Aber wir bekommen hier quasi die Vorlaufversion von einer alten Vektorgrafik, finden hier mehr oder weniger uns wieder im Darm, mehr oder weniger wahrscheinlich im designtechnischen Enddarm von Throne, aber meiner Meinung nach ziemlich geil gemacht, dieses Polygon-Gekritzel. Wundervoll, wie das hier leuchtet als Steelbook, ganz besonders natürlich, wie dieser Precursor-Orb hier oben erscheint. Das ist absolut großartig, das gefällt mir wahnsinnig gut. Und dann, last but not least, bekommen wir noch einen New Guy. Schade, dass nicht Ryan Reynolds persönlich auf diesem Cover vorbeischaut, aber insgesamt finde ich eben, für diesen Film ist das eine absolut grenzgeniale Idee an Cover-Design, wie man das so umsetzen kann. Und dann, ich wollte eigentlich schon immer ein Steelbook mit gratis Klopapier haben. Das ist, wobei gut, im Jahr 2020 wahrscheinlich das Wertvollste, was wir jemals als Goodie bei so einer Veröffentlichung haben können. Aber wir blicken dann einmal auf das, was es hier ist. Ja, es ist natürlich tatsächlich ein Poster, das eben hier ausgestattet ist, quasi mit demselben Motiv, das wir auch als Steelbook Frontcover verwendet hatten, beziehungsweise einer interessanten Mischung, weil hier schon von dem Extra Life die Rede ist, das eigentlich erst nur auf dem Backcover ist. Und ich muss dazu sagen, ich spüre anhand der Oberfläche von diesem Poster, und ich glaube, man sieht es auch hier beim Unboxing, dass das offensichtlich auf irgendeine interessante Art und Weise beschichtet ist, und ich habe da auch wirklich eine Idee, was diese Beschichtung bedeuten könnte. Dafür muss ich aber nur ganz kurz dieses Poster vor meinen 400 Watt Baustrahler halten, der mich immer durch die quasi Winterzeit bringt hier auf YouTube und mir sagt, selbst wenn es draußen kalt und finster ist, kann ich dein Filmzimmer während den Sammlungsupdates immer noch auf 38 Grad aufheizen. Aber ich... Also irgendwie riecht das ganz streng, wenn man das da dran hält. Also entweder das ist irgendwie so ein... Entweder es ist so ein Kratz mich und ich riech wie verbrannter Elchfurzteil, oder ich habe tatsächlich recht und es ist... ja, es ist ein Glow-in-the-Dark-Poster, das uns eben dieses Motiv als Ich leuchte im Dunkeln präsentiert und sich dabei meiner Meinung nach eigentlich deutlich besser aufgeladen hat als so manch anderes Glow-in-the-Dark-Zeugs, das ich in der letzten Zeit gesehen habe. Das funktioniert eigentlich relativ cool und ich bin echt gespannt, wie lange das hier noch hält, aber man merkt, es sieht eigentlich jetzt für mein Auge noch immer deutlich besser aus als hier vor der Kamera. Die ist natürlich ein klein wenig überrascht / überfordert davon, dass ich ihr jetzt einfach quasi die Lichtquelle genommen habe. Ist aber wirklich eine absolut coole Beigabe hier für dieses Steelbook. Trotzdem im Jahr 2020 nicht ganz so wichtig wie Klopapier. Aber wir bekommen im Inneren jetzt dann quasi in den bekannten Videospielfarben Pisse und Navi-Blut. Ein Steelbook-Innendesign, das mehr oder weniger derselbe Hintergrund ist wie das außenliegende Design. Auch hier eben quasi irgendein altes Aha-Musikvideo wird sich da schon ausgehen zu drehen. Sieht aber eigentlich wirklich geil aus und ich finde die Idee mit dem Glow-in-the-Dark-Poster ziemlich geil. Ich finde auch die Idee mit dem Schlüsselanhänger / Keyblade-Pin ziemlich geil und generell wie gewohnt von den Titans of Cult ist das meiner Meinung nach eine absolut großartige Verpackung und Idee, bis auf die Tatsache, dass das offensichtlich diese Plastikverpackung etwas anfällig für etwaige Sachen ist, weil ich glaube, ihr habt in dem Video gesehen, dass ich nicht wahnsinnig unvorsichtig damit umgegangen bin. Das ist ganz offensichtlich ein Fehler bzw. eine Bruchstelle, die bereits während dem Versand passiert ist, was natürlich sehr schade ist, weil das bedeutet, dass ich das zurückschicken muss und dadurch auch die ganzen anderen Teile von diesem Package, die eigentlich in Ordnung sind, im Müll landen werden auf weite Sicht. Aber es ist auch hier
Man muss aber auch sagen, das Paket war generell nicht in absolut perfektem Zustand. Das werde ich dann Amazon Italien doch noch melden müssen. Das ist mir an Schaden etwas zu viel. Aber grundsätzlich finde ich, ist es eine absolut geniale Edition.